Sony Computer Entertainment und Naughty Dog touren aktuell mit einem Truck durch Deutschland, um ihren neuesten Blockbuster-Titel The Last of Us vorzustellen. Christian und ich waren in Köln mit dabei. Aber da wir leider nichts vom Spiel zeigen dürfen, hier ein paar Gesichtsausdrücke von unserer Zock-Session. Oh, fuck! Oh, oh. Wow. Nein. Wie viel hält der aus? Oh, oh. Ich weiß nicht, was das tut. Alter, fuck you! Und du hast gerade den Schock gewackelt? Ja, ich bin gesprungen. Nein, natürlich dürfen wir schon ein bisschen was vom Spiel zeigen. Das hier sind zwar die offiziellen Aufnahmen von Sony, aber sie spiegeln ungefähr unsere Erfahrungen wider. Und mit ungefähr meine ich, dass der Spieler sich nicht ganz so noobig anstellt wie wir. The Last of Us merkt man sofort an, dass es von den Uncharted-Machern entwickelt wurde. Die Steuerung geht gut von der Hand, die Grafik ist einfach nur herausragend und die Zwischensequenzen ziehen einen sofort in den Bann. Im Gegensatz zur Uncharted-Serie liegt der Schwerpunkt bei The Last of Us aber weniger auf Action und mehr auf den Figuren und deren Beziehungen zueinander. Statt dauerhaften Geballer gibt es viele ruhige Szenen, in denen man die Charaktere richtig kennenlernt. Und pure Action wird durch dichte Atmosphäre und hosennässende Schockmomente eingetauscht. Das Spiel erzählt die Geschichte vom Veteran Joel und der jungen Ellie, die sich durch eine postapokalyptische Welt schlagen müssen. Die Erde liegt schon seit Jahren in Trümmern und während Joel noch die heile Welt kennt, in der wir jetzt leben, ist Ellie ausschließlich mit Infizierten und der ewigen Angst vor dem Tod aufgewachsen. Viel mehr wollen wir auf die Geschichte auch nicht gerade eingehen, um Spoiler zu vermeiden. Wichtig ist, die Munition ist immer knapp, ich habe mir während des Zocken fast ins Hemd gemacht und die erdrückende Atmosphäre ist ohne Probleme als herausragend zu bezeichnen. Direkt nach dem Anzocken haben wir unsere Erlebnisse außerdem in einem kurzen Fazit zusammengefasst. So, der müsste nämlich jetzt aufnehmen, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben uns gerade Last of Us angeguckt in dem Truck. In dem Truck hinter uns. Da hat Sony ein bisschen aufgefahren, macht gerade so eine Städtetour. Und da drin waren ein paar Spielstationen. Habt ihr auch unsere Face Expressions ein bisschen hier und da gesehen. Zwei Level durften wir spielen. Ja, und zwar gar nicht so kurz. Also wir haben jetzt bestimmt eine Stunde gespielt, würde ich sagen. Ja. Und wir können sagen, man merkt, dass es von den Uncharted-Machern ist, weil es ist eine ausgezeichnete Qualität. Die Atmosphäre ist sehr geil. Oh ja. Also man nimmt das Pad in die Hand und ist sofort beklemmende Stimmung und man hat so ein bisschen Schiss, dass man drauf geht. Fand ich echt geil. Auf jeden Fall. Also erstmal die Atmosphäre. Ich werde mir sowieso komplett ins Hemd machen, wenn ich dieses Spiel sehe. Und es ist halt nicht, wie die Trailer vielleicht andeuten, ein absolutes Actionspiel. Nee, es ist wirklich ein bisschen gediegener. Ein bisschen, also nicht so viel Massenmetzelei. Ja, man ist auch vor allen Dingen die ganze Zeit auf der Suche nach Munition. Also man hofft die ganze Zeit, oh mein Gott, wo ist Munition? Und man findet keine. Genau diese Momente haben wir gerade erlebt. Also da musste man dann echt überlegen, okay, da lebt noch einer, der hat eine Waffe. Wie töte ich den denn jetzt? Ich habe keine Munition mehr. Eben. Und das auf einem normalen Schwierigkeitsmodus. Wir sind auch das eine oder andere Mal gestorben, dummerweise. Die Sterbeanimationen sind der Hammer. Also warum es eine USK 18 gibt, konnte man auf jeden Fall... Ja, ist offensichtlich. Ja, also 14. Juni kommt's raus, dummerweise halt über die E3 hinweg, aber ich bleibe in Deutschland, deswegen kann ich es auch pünktlich spielen. und ich würde euch vorschlagen, sowas Ähnliches zu tun. Ja, kriegt auf jeden Fall ein gefällt mir. Von mir auch. Auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dann. Ciao. Haut rein, Leute. Da war's vorbei. Da war's vorbei.